Heute back ich, morgen traue ich. Übermorgen ziehe ich alle meine Freunde zu mir hin. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Hater kriegen Platzverweis. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Teil 4 von unserer DDR-Reihe. Heute gibt es eine Süßspeise bzw. einen Kuchen, würde ich mal sagen. Es ist ein Hund, ein kalter Hund. Und ich habe hier schon mal die Form. Und die werde ich als allererstes gleich mal mit Frischkäse, Frischhaltefolie auslegen. Ist das schwer heute Morgen. Die Zutaten schauen wir uns danach an. Das ist nicht ganz einfach mit der Frischhaltefolie. Aber das ist das beste Mittel, glaubt mir. Meine Oma hat das auch schon immer so gemacht. Und meine Oma hatte Erfahrung. Hat 3 Kinder großgezogen und mich als Enkel auch. So, ich glaube, ich brauche dann noch eine zweite Bahnfolie. So. Legt es ruhig richtig schön großzügig aus. Das kann nicht schaden. So. So sieht es dann am Ende aus. Und dann, weil wir gerade hier stehen, können wir uns noch die Zutaten anschauen. Da haben wir Butterkekse, ca. 500 Gramm, also 400, 500 Gramm braucht ihr im Dreh rum. Dann Backkakao, also nicht den mit Zucker schon, also Kaba oder sowas, sondern richtig den guten Backkakao. Dann Kaffeepulver, also richtigen Kaffee, kein Instantpulver oder sowas, sondern richtigen Kaffee. Ich denke, das hat jeder zu Hause. Dann eine Packung Puderzucker, 4 Eier und 1 Pfund Kokosfett. Wie wir jetzt weiterverfahren, seht ihr gleich. Als erstes machen wir mal das Kokosfett flüssig. Wenn ihr das aus dem Kühlschrank nehmt, dauert es ein bisschen länger. Wenn ihr es bei Zimmertemperatur habt, dauert es etwas kürzer. Ihr könnt auch Palmin nehmen oder sowas. Ich greife immer hier aus Gotha das zurück, hier aus Thüringen. Das hat sich bei mir bewährt und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. So, auf den Herd und nicht bei voller Hitze, sondern schön gemächlich. Ich stelle das jetzt auf Stufe 3 und dann kann das schön gemächlich vor sich hin schmelzen. So, ihr seht, das Kokosfett schmilzt schön langsam vor sich hin. Und während das schön langsam vor sich hin schmilzt, machen wir weiter. Dazu nehmen wir 4 Eier. Mehr Gewalt hier. So. Und die rühren wir erstmal schön Eiweiß und Eigelb untereinander. Dann nehmen wir die ganze Packung, das sind 250 Gramm Puderzucker und rühren die unter das Ei. Noch jemand drin? Schön untereinander rühren. Den schönen weißen Schnee. Und Schnee hat nichts mit der Temperatur zu tun. Draußen ist schönstes Frühlingswetter. Und ich hoffe mal, das bleibt auch so. Weil hier bei uns im Erzgebirge
ist ja immer dafür bekannt, dass es nochmal schneit. Und die Autos, die Winterreifen von O bis O haben. Oktober bis Ostern. Also, das ist kein Schnee. Das ist Puderzucker. Man kann das natürlich auch mit einem Handrührgerät schlagen. Oder mit einer Küchenmaschine. Aber ich mache das lieber mit der Hand. Da dürftet ihr mich inzwischen sehr gut kennen dazu. So, als nächstes brauchen wir 2 Esslöffel Kokos, 2 Esslöffel Kaffee. Wie gesagt, Kaffeepulver hat jeder von euch zu Hause, denke ich mal. Jeder trinkt irgendwie ein bisschen Kaffee. Und dann nehmen wir einfach so das Kaffeepulver, wie ihr es auch in der Kaffeemaschine tun würdet. Zwei schöne große Löffel Kaffeepulver. Und wieder gut alles miteinander verrühren. Wichtig ist, dass ihr die Zutaten einzeln dazu gebt und unterrührt und nicht alles auf einmal, weil dann klumpt es euch zu sehr und dann habt ihr ein Problem. So, es wird eine schöne cremige Masse, seht ihr. So, und zu guter Letzt von der einen Sorte noch den Kakao, diesen Backkakao. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr kein Kaba nehmt oder so, wo Zucker dran ist, weil das wird sonst elende süß. Und es hält auch nicht richtig, weil da auch Fett und alles dran ist. So. Und von dem Kakao nehmen wir 4 gehäufte Esslöffel. 1, 2, 3, 4. Also wenn ich das mir so angucke, ist das ungefähr eine halbe Packung gewesen jetzt. Und auch das rühren wir schön wieder unter. So, jetzt haben wir alle Zutaten schön miteinander verrührt und schlagen das richtig schön auf. Also können ruhig ein bisschen Luft drunter geschlagen werden, das ist okay. Das wird dann eine richtig schöne glänzende schokoladige Masse, die sehr, sehr lecker schmeckt schon. Also, ich muss mich ernsthaft zusammenreißen, hier nicht gleich loszulöffeln. Und dann warten wir noch auf das Kokosfett, das einen kleinen Moment noch braucht. Inzwischen gebe ich euch mal das Rätsel für das heutige Gericht. Was hat unser Gericht, also unser kalter Hund heute, mit dem Bergbau zu tun? Die Antwort erfahrt ihr wie immer am Ende unserer DDR-Woche, beziehungsweise am Ende der DDR-Wochen. Falls ihr es verpasst habt gestern, ich habe beschlossen, es wird noch eine zweite DDR-Woche hinten rangehängt, weil so viele Rezepte da sind, die noch Verarbeitung finden möchten, weil so viele Wünsche von euch kamen, ob ihr die mir privat geschrieben habt oder als Kommentar darunter. Und da habe ich beschlossen, zum Beispiel LPG-Kuchen wurde gewünscht oder Hühnersuppe, also so Hühnernudelsuppe wurde gewünscht. Und da habe ich beschlossen, ich hänge noch eine zweite DDR-Woche hinten ran und die gibt es dann ab nächste Woche. Aber ich verspreche, ab Ende nächste Woche löse ich dann alle Rätsel auf. So, das Kokosfett ist schön geschmolzen. Machen wir einen Herd aus. Und dann geben wir das ganz langsam, am besten wäre es tröpfchenweise, steht im Rezept, also hat Oma immer gesagt, und rühren das Ganze unter. Also nicht alles mit einmal, sondern immer schön langsam, nach und nach. Dann mal unterrühren. Und es wird richtig glänzend. Also, ich weiß nicht, ob man das auf dem Film so gut sieht. Durch das Kokosfett wird es halt sehr glänzend.
Und ich glaube, wenn mein Mann nachher kommt, der wird sich freuen, dass er die Schüssel auslecken darf. Weil das schmeckt wirklich lecker. Wie so einen kleinen Schluck. So. Wie gesagt, nehmt die Schlucke nicht zu groß. Ich glaube, ich habe meinen jetzt hier gerade ein bisschen zu groß genommen. Das wird echt schwierig mit dem Unterrühren. Wir müssen aber auch gleichzeitig ein bisschen schnell arbeiten, weil das Kokosfett ja relativ schnell auch wieder fest wird. Also bei Raumtemperatur ist es schon sehr weich. Und deshalb sollte man das Ganze dann zügig verarbeiten. So, der letzte Schluck Kokosfett. Ihr seht, das Kokosfett, das ganze Pfund ist hier in dieser Masse verschwunden. Es hat alles aufgenommen. Es ist jetzt hochkalorisch, sage ich jetzt mal. Sehr viele Kalorien, aber auch natürlich sehr, sehr lecker. So, die Masse, wie ihr seht, schön schwer, cremig und schön glänzend. Und jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Das Anrühren war ja noch gar nicht so wild. Jetzt geht's los. Wir nehmen Butterkekse. Ihr könnt natürlich auch Vollkornbutterkekse nehmen, aber das Originalrezept ist natürlich mit Butterkeksen so aus der Verpackung. Also nicht Vollkorn. Ich randaliere hier gleich mal wieder. So. Und als erstes kommt unten in die Form eine Schicht von der Masse. Es ist erst anfangs ein bisschen schwierig, weil die Masse ja noch, also die Frischhaltefolie noch ein bisschen hin und her wackelt. Aber mit ein bisschen Übung kriegt das jeder hin. So. Ich glaube, noch ein Löffel kann unten rein. So, so sieht das Ganze dann unten aus, der erste Boden. Und dann nehmt ihr Butterkekse und legt auf den Boden die Butterkekse. So. So. Und dann auf diesen Boden, auf diese Butterkekse, kommt wieder Masse. Und das immer so weiter. Hoch bis an den Rand. So, wir sind bei der letzten Schicht angekommen. An der Schüssel wird nachher mein Mann große Freude haben. Und wenn ihr Kinder oder einen vernaschten Ehemann habt, sicherlich auch. Ansonsten nascht es selber. So, die Form bei mir ist jetzt nicht ganz voll geworden, weil ich eine sehr große Form genommen habe. Aber wenn ihr eine normale Kuchenkastenform nehmt, dann dürfte das kein Problem sein, die voll zu kriegen mit dieser Menge an Zutaten. So, schön verstreichen wieder. Und wie ihr seht, wenn ein bisschen mehr Zeug drin ist, hält die es auch in der Frischhaltefolie. Also die Frischhaltefolie verrutscht dann nicht mehr. So.
Und die letzte Schicht, wo ihr nachher den Kuchen, den Hund, wie auch immer, wie man das jetzt nennen möchte, hinstellt, die letzte Schicht ist Keks. So. Auch vom Keks ist noch ein bisschen übrig, also von den Keksen wird noch ein bisschen übrig sein. Aber ich denke, auch dafür findet ihr eine gute Verwendung. So, und dann muss das Ganze für ca. 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank. Tschüss! Wartezeit ist um. Wir haben jetzt 3 Stunden gewartet, bis es hart geworden ist. Und jetzt ist Zeit zum Kaffee trinken und jetzt holen wir es aus dem Kühlschrank. So, da wir das jetzt in der Frischhaltefolie haben, können wir das relativ leicht, also meiner müsste man eigentlich jetzt schön leicht aus der Form rausbekommen. Oder auch nicht. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. So. Machen wir noch die Folie ab. Können wir ja schlecht mitessen. So, und dann schneiden wir das Ganze wie ein Brot an. So. So. Ich hoffe, ihr seht das gut, wie der Keks in Schichten ist. Und darum, ringsherum um den Keks, diese wunderschöne Kakaomasse. Schatz, Kaffee ist fertig!